Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Tolles Thema habe ich heute für euch und zwar, wie ermittle ich daheim die richtige Fuß- und Schuhgröße, wenn ich ohne Kind sozusagen Schuhe kaufen möchte. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen und hiermit auch einen lieben Gruß an alle unsere, die mit der Glocke und den Likes und den Abonnenten, weil wir sehen uns nämlich gleich wieder. So, hallo und da bin ich wieder und wie gesagt heute zu diesem tollen Thema, wie ermittle ich daheim die Fuß- und die Schuhgröße, die ich brauche, wenn ich dann doch mal ohne Kind unterwegs bin. Ganz einfach, ich sag mal, wir erleben es ja wirklich tagtäglich, dass Eltern, Mütter zu uns kommen, Schuhe kaufen wollen, haben das Kind nicht dabei und berufen sich jetzt darauf auf die getragene Schuhgröße, auf das Aussehen der Füße, wie sagt man so, auf das Bild, was jetzt hier oben im Kopf drin ist. Und das geht nicht immer mit dem konform, was wir teilweise den Eltern zeigen, wo dann immer als erstes die Reaktion kommt, nein, der Schuh ist doch viel zu groß. So, und nun ist es ja immer nicht so ganz einfach. Entweder will manchmal das Kind nicht, es ist krank, es ist kränklich, es hat einfach keinen Bock oder wie auch immer oder hat eigentlich gar keinen Bezug jetzt zu Schuhen, möchte das auch gar nicht. Es gibt ja wirklich Kinder, die nicht gerne Schuhe kaufen. So, in dem Falle sollte man natürlich jetzt, ich sag mal nicht, mit einem großen Warenkorb nach Hause kommen und jetzt dann auf Teufel komm raus versuchen, da nur das beste Stück herauszusuchen, sondern man will ja eigentlich schon die Auswahl ein bisschen verkleinern, mehr auf den Fuß sozusagen zuarbeiten, damit ich weiß, aha, ich brauche jetzt bloß noch 2, 3 Modelle zu probieren und dann hat sich das Thema gegessen. Beste Version ist natürlich, ich habe nur einen Schuh und dann kann ich davon ausgehen, der passt. Wie mache ich das jetzt? So, natürlich ist immer am besten, ich habe ein williges Kind dabei. Das heißt also, man sollte schon die Tagesform ein bisschen abpassen, dass man das versucht, ein Kind dann auch gegebenenfalls mal abzulenken. Wichtig ist immer, das Kind muss stehen. Nun habe ich natürlich hier kein Kind, deswegen nehme ich hier unser kleines Modellfüßchen. So, und zeige das mal ganz kurz, wie der Ablauf jetzt wäre. Wichtig ist also immer, man nimmt einen Stift. Das kann ein Bleistift, das kann ein Kugelschreiber sein. Und wichtig ist auch immer, das Kind, wie gesagt, es sollte eine gerade ebene Fläche sein, worauf das Kind steht, nichts, wo sich's eindrückt, sondern am besten ist immer noch der Fußboden. So, und dann gehe ich dann hier, also den Stift schön gerade halten, gehe ich dann hier rum, male die Umrisse ab und Sie sehen auch schon, ich versuche hier ein bisschen nah am Fuß zu bleiben. Ganz einfach, wenn ich das nämlich ganz nah runter mache, dann kriege ich nicht sozusagen, also ganz gerade, sondern ich versuche auch gerade hier in der Ferse, in der Fußform zu bleiben, in der Führung und da nicht willkürlich jetzt sozusagen nur geradeaus, sondern am Fuß zu bleiben. Deswegen ist es auch immer gut, wenn das Kind, wie gesagt, mit einem nackigen Fuß draufsteht oder nur eine ganz dünne Socke anhat. Baumwollsocken gehen also da zum Beispiel sehr gut. Und dann habe ich zum Beispiel hier den Abdruck des Fußes. Nun ist es immer wichtig, wir brauchen zum einen immer die ganz normale Länge des Fußes. Das heißt, wir gehen von der Ferse bis zur großen Zehenspitze davon aus und dann hätten wir jetzt hier eine Fußlänge reinweg von 12,4 cm. Um den Freiraum noch danach zu bestimmen, sage ich mal, setzt man hier immer dann nochmal die, wie sagt man so, diesen Zentimeter oder diese 12 mm als Minimum an, was der Fuß als Zuwachsraum haben sollte. Und damit komme ich dann sozusagen auf die Länge von 13,6, 13,7 cm. Nun ist es immer nicht so ganz einfach, den Fuß sozusagen, den Ausschnitt als Fuß in der Tasche, im Portemonnaie oder wo auch immer zu deponieren. In dem Falle würde ich sozusagen vorschlagen, man macht, wie jetzt eben gerade auch angedeutet, sich einen Streifen, den ich markiere, also mit Ferse,
dann auch hier nochmal den Zehenabstand, den Zuwachsraum. Und wenn ich mir hier sogar noch eine nächste Markierung drauf mache von der Breite, dann bin ich hier bei 6,2. Streiche das auch hier nochmal mit an. 6,2 Breite. Dann habe ich alle drei wichtigen Markierungen, die ich sozusagen brauche. Ich habe einen dünnen Streifen, das kann Papier, das kann Karton, das kann Pappe sein, was ich zusammenfalten kann, knicken kann, mir ins Portemonnaie legen kann, habe ich also immer sozusagen die Abstände, die wichtig sind. Ich habe die Breite, ich habe die normale Fußlänge und ich habe den Zuwachsraum. Daraus, aus diesem, ergibt sich sozusagen die optimale Schuhlänge und Schuhgröße. Und das kann ich mit jedem Schuh, kann ich das sozusagen austesten. Entweder ich lasse mich beraten, zeige diesen Streifen vor. Es muss also nicht immer der ganze Fußabdruck mitgetragen werden, sondern reicht praktisch hier von den Markierungen aus. Und dann kann man hier nämlich wunderbar die geforderte Schuhgröße eingrenzen und natürlich auch gleich mit nach der Weite, nach der Auftrittsbreite schauen. Alles andere, weil ja so ein Fuß sozusagen dreidimensional ist, wird halt weniger berücksichtigt, das fragen wir aber dann im Fachgeschäft meistens nach oder wird auch fast immer nachgefragt. Weil jede Verkäuferin, die jetzt sozusagen für sie Schuhe raussuchen würde, interessiert sich auch immer, wie hoch ist der Spann des Kindes. Na, wir haben ja ein dreidimensionales Abbild des Fußes hier, deswegen sieht man auch sehr schön, hier habe ich eher mit einem leicht breiten Fuß zu tun, mit schon einem kleinen Speckirücken auf jeden Fall. Und damit wäre dann die Auswahl der Modelle auf jeden Fall schon mal eher und eingegrenzter für den Kunden, als wenn ich nur willkürlich irgendetwas herausziehe. Also denke ich doch mal, der Tipp mit dem Karton oder Papierstreifen im Portemonnaie ist doch eine ganz gute Idee, die Auswahl der Schuhe einzugrenzen und sich selber gar nicht so viel zu Stress zu machen. Ja, was brauche ich denn jetzt, wenn die Dame fragt wegen Größe und so weiter und so fort. Vor allen Dingen dieses kann man ja immer alle Vierteljahre wieder neu ausrichten. Wir wissen ja selber, Kinderfüße wachsen. Es sind im Schnitt zwischen 1,5 und 2,5 Millimeter immer im Monat. Das heißt also, deswegen verwachsen natürlich auch Kinder diesen Freiraum im Laufe der Zeit. Und damit kann ich dann wieder beherzt an die Schuhauswahl meines Kindes gehen, wenn es mal nicht bereit ist, damit zu kommen. Ich denke doch mal, wir konnten euch gut weiterhelfen. Würde mich über ein Feedback freuen und ansonsten sieht man sich zum nächsten Thema wieder. Bis dahin!